Purzel sitzt direkt neben mir und Sie haben mir ja gestattet, Sie Purzel zu nennen. Das ist der Nickname, der Sie ein Leben lang schon begleitet. Nur meine Eltern haben zu mir Rudolf gesagt, sonst niemand und Behörden. Behörden, okay. Und der Mann, der ganz dezent in Orange gekleidet ist, der betreibt, obwohl Österreicher, in Hamburg eine große Yachtschule. Yachtschule, ja. Und war dreimal Angelweltmeister. Ja. Und last but not least, Herr Neuner, der Stuntman war, bevor er sich... Zum Teil noch ist. Und immer noch, oh je. Und sogar bei James Bond mitmachen konnte. Auch. Und wie ich gerade von ihm erfahren habe, mit John Cassavetes gearbeitet hat. Also so fügt sich alles zusammen. So. Und Sie haben, wer war von Ihnen derjenige, der das Boot entdeckt hat? Und wie haben Sie die beiden überreden können? Naja, es war eigentlich alles ganz einfach. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wien ist anders, ja? Als was? Wien ist einmal grundsätzlich so, dass alles so anfängt, dass man eine Idee hat und dann ist die Frage, wie führt man die Idee durch, wie setzt man es durch? Und da gibt es sehr viele Kaffeehausideen, Kaffeehausgespräche und das meistens endet es mit Hätti Wari. Hätti Wari, muss ich jetzt ein bisschen übersetzen. Ja. Hätte ich das damals gemacht, dann wäre ich heute. Okay. Ist das verständlich? Ja, absolut. Ich glaube, jeder hat ein Bild dazu. Ja. Gut. Ja. Also, nur das zu durchbrechen war mir ganz wichtig. Mhm. Ja. Also, Sie wollten, dass das klappt? Ich wollte, dass das klappt. Und das waren zwei Herzensfreunde? Das sind zwei Herzensfreunde. Der Hans ist mit mir in die Filmhochschule in Wien gegangen. Aha. Sie sind selbst Produzent, genau? Ich bin selbst Produzent. Christoph Waltz hat seine erste Rolle bei mir in einem Film gespielt. In einem Fernsehfilm. Bitte schön, Hans. Willi Neuner war Automechaniker und hat meine Minis repariert und ist selbst Autorennen gefahren. Mhm. Und ist einmal bei einem James-Bond-Film eine Eissituation hat er da gedreht und so. Und wir haben einander kennengelernt und er ist dann zum Film auch durch mich gekommen. Mhm. Das Boot war eine große Fantasie von mir, allerdings nicht dieses Boot. Und dann kam mein Sohn und hat gesagt, du Vater, jetzt habe ich dein Boot gefunden im Internet. Sag ich, ich will jetzt überhaupt kein Boot. Meine Frau hat gesagt, bitte bist du verrückt, kauf ja kein Boot, das ist so teuer, das können wir uns nicht leisten. Und so. Wo liegt das Boot? Sagt er, in Holland. Okay, Holland ist nicht so weit weg, da können wir hinfahren oder hinfliegen. Zeig mir das Boot im Internet. Sie müssen mir eine Liebe tun, weil ich so wahnsinnig gerne auch Ihre beiden Kollegen besprechen. Wenn Sie die Geschichte ganz auserzählen, dann kommt niemand mehr zu Wort. Plötzlich war es ein Boot. Plötzlich war es ein Boot. Kennedy könnte drauf gefahren sein. Ja? 2 Meter hohe Mahagonitüren, 2 Salons. Ganz toll. Ja? Und ich habe gedacht, naja, Holland, da schauen wir hin. Es war nur Holland am Michigansee. Okay. Und jetzt fängt die Geschichte an. Okay, okay. Wann sind Sie dazu gestoßen? Da kam der Anruf und sagt, willst du mitmachen? Du verstehst was von Booten. Ich habe gesagt, ja. Mhm. Denn ich habe hier den Film in die Schifffahrt gewechselt. Ich habe Schifffahrt studiert, wurde dann Kapitän und das passte. Mhm. Schiff, der Geldgeber, der Purzel, ich Nautik und der Willi Maschine. Aha. So, passt. Aber wann was haben Sie denn kann gekostet überhaupt? Ja. Ich nenne jetzt keine genauen Summen, und so viel wie ein guter Mittelklasse. Oder stufenweise teurer. Aber was hat denn die Renovierung dieser zwei Mittelklasse. Zwei Mittelklasse. Es wurde also dreimal so teuer, wie eigentlich der Anschaffungspreis war. So, und, Ehefrau hatte recht. Meine Frau hatte unbedingt recht. Unbedingt. Und dann kam ich aber in die Situation, dass ich das irgendwie refinanzieren muss. Ne? Nicht nur das Geld ausgeben. Und dann haben Sie die Fernsehleute draufgelassen. Genau. Die haben da ein bisschen, das sind die Kollegen von Servus TV. Ja. Dahinter steckt der Mann von Red Bull. Auch. Direkt, okay. Sagen Sie, und Ihnen war die Rolle zugedacht des Kochs? Na, das habe ich freiwillig eigentlich. Ich habe mich angeboten, oder? Ich wollte vermeiden, das Astronautenfutter, das er vorgeschlagen hat, in den Plastiktüten, dass wir dann aufwärmen können. Ich habe gesagt, nein, lieber koche ich selber. Mhm. Sagen Sie, aber es heißt, Sie hätten ganz viel dieser Zeit verbracht mit Schlafen. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Das war eine ziemliche Gemeinheit vom Regisseur und vom Produzenten. Jede Situation, jeder schläft einmal. Aber mich haben sie am öftersten reingeschnitten in die Serie. Ist gar nicht wahr. Er hat seine
40 Jahre Berufslaufbahn hat er nachgeholt, jetzt den ganzen Schlaf. Ja. Ich hab's genossen. Sagen Sie, war es denn bei Ihnen so wie in jeder guten Ehe, dass man sich, wenn man sich gestritten hat, über Kleinigkeiten dann in die Haare bekommen hat? Kleinigkeiten. Naja, ich kann mich an eine Situation erinnern. Hans geht mit dem Müllsack hinaus und Willi sagt, was machst du da? Na, ich gehe mit dem Müll. Warum gehst du jetzt mit dem Müll? Ja, weil ich jetzt mit dem Müll gehe. Solche Sachen, lächerlich in Wirklichkeit. Ja. Okay, also ein bisschen Lagerkoller war dann wahrscheinlich auch da. Wie war denn das? Also ich meine, es kam ja zu allerhand Pannen da, die zumindest, sagen wir mal, an den nautischen Fähigkeiten des einen oder anderen von Ihnen zweifeln lässt. Wir haben einen kleinen Ausschnitt. Vorher hat er großartig erzählt, wie 200 Meter lange schiefe Millimeter genau an. 15 Minuten später ist das passiert. Wir haben uns gewarnt und nachher sich festgestellt, dass dieser Pfahl, den ich ja nur geküsst habe, ja, nicht berührt und umgeschmiert, dass der schon mal beschädigt war. Das haben wir nicht festgestellt. Also, eines habe ich erfahren. Eines habe ich erfahren, die Amerikaner waren unheimlich tolerant. Ja? Sie haben uns den Pfahl geschenkt. Okay. Ich habe ihn im Büro, ich wollte ihm eigentlich heute mitbringen, dass er in seiner Seefahrtschule das aufsteht. Oh Mensch, das wäre ein tolles Geschenk. Ich habe auch gehört, dass die Amerikaner zwar tolerant waren, aber sie ab und zu für Schmuggler gehalten haben und deswegen längere Bootsdurchsuchungen vorgenommen. Sagen Sie, jetzt, wo Sie sich diesen Traum erfüllt haben und das Boot tatsächlich in Europa und zwar restauriert und renoviert ist, was haben Sie denn für eine Erkenntnis für den Rest des Lebens? Wir haben vorhin Sie gefragt, was folgt dann und was wird denn jetzt kommen? Oder sagen Sie, jetzt bin ich erstmal zufrieden? Schau, in mir Stecktücher beschäftigt mich. Ich habe einmal Musterzeichnen gelernt. Mit 17 Mädchen war ich in der Klasse, war ganz eine gute Erfahrung. Und bemale jetzt heute Koffer. Weil alle Koffer schauen gleich aus am Laufband. Meine Koffer und die von meinen Freunden schauen anders aus. Also jetzt kommen die Freunde und sagen, du, das gefällt mir, ich hätte auch gerne so einen Koffer. Ne? Und das ist Ihr nächster Trip? Nicht ganz, ich werde was anderes auch noch machen, aber also, ich werde eine Kreislerei eröffnen. Eine was? Einen Gemischtwarenladen. Ein Gemischtwarenladen, okay. Wo man wirklich also mit dem biologischen Fußabdruck auch sich auseinandersetzen kann. Ja, aber wann wird man denn alt? Naja, hoffentlich ich nicht. Habe den Eindruck, überhaupt nicht alt zu werden, ja, sondern man ist so alt, wie man sich fühlt. Hm. Und wenn man dagegen angeht, immer Sport betreibt, in Zeit meines Lebens immer Sport betrieben, vom Radrennfahren, Eishockey, war in Okotoks und habe mit 15 dort drüben noch die Eishockeyspieler trainiert. Daher habe ich so ein großes Ohr gekriegt. Ja. Aber wir sind noch relativ jung im lernfähigen Alter. Und Sie müssen offenbar Frauen haben, die das alles mitmachen. Ja. Mehr oder minder. Nicht immer gern. Nicht immer gern. Doch. Na, kommt da aber immer dieselben Frauen oder immer wieder andere Frauen? Na, einer von denen ist, glaube ich, 43 Jahre schon verheiratet. Ich bin 43 Jahre verheiratet. Ja, okay, also immer dieselbe. Wie viel? Wollte ich sagen, beide eine Prüfung, nein, für meine Frau eine größere. Haben Sie sie mal mitgenommen auf dem Boot inzwischen? Ja, in der Zwischenzeit, ja. Es gefällt ihr auch halbwegs, aber sie muss es nicht haben. Also sie würde sich sehr freuen, wenn ich irgendwie das Boot bald einmal verkaufen würde. Also ich finde nur, Sie sind so ein gutes Team, Sie sollten bei den künftigen Abenteuern zusammenbleiben. Es ist blöd, wenn der die Koffer alleine macht. Naja. Ist dir schon was Neues eingefallen? Naja, wir werden schauen, was wir miteinander machen können. Schau, aber ich muss jetzt schlussendlich also zu der Geschichte etwas sagen. Wir waren manchmal wie Halbschuh-Touristen im Schnee treiben. Halbschuh-Touristen sind ein Begriff. Nee, nein, auch das nicht. Halbschuh-Touristen sind Menschen, so, die mit Tennisschuhen am Gletscher gehen. Die mit dem falschen Schuhwerk Bergwanderungen machen. Aber ich würde empfehlen, dass die junge Dame die drei Herren einfach mal auf einen Roadtrip mitnimmt, quer über den Pazifik und die drei rudern und du gibst den Ton an. Na, da werden wir schauen, ob wir das aushalten. Na ja. Vielleicht zu viert im Boot, das ist eine Herausforderung, Janice. Sie hören an dieser Musik von Gottfried, merken Sie, dass die Sendezeit leider vorbei ist. Ich glaube, dass Gottfried über so viel Seemannsgarn jetzt richtig sentimental geworden ist. Kennen Sie das? Ja. Das, was da gespielt wird? Erkennen Sie es wieder? Ich kenne das. Herr Bonny. Herr Bonny. Können Sie es mitsingen?
so bring back my Barney to me. Dankeschön, es war eine wunderbare Runde. Vielen, vielen Dank unseren Gästen. Und jetzt bleiben Sie unbedingt dran, denn jetzt folgen die Toten Hosen mit dem Krach der Republik, ein Mitschnitt des Tourfinales in Düsseldorf. Also dranbleiben und wir sagen Tschüss. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 19. September. Ahoi. Ahoi. Thank you.